So, ich darf Ihnen Folgendes dazwischen schnell vermelden. Günther Ernst hat gerade angerufen. Kipchumba ist unter 2 Stunden 10 unterwegs. Kilometer 35 ist bereits absolviert. Es wird ein unglaublicher Streckenrekord hier treffen. Bitte sehr. So, und unseren Damen geben wir einen riesen Gratulationsapplaus. So, nochmal alle gemeinsam Hände raus. Und toll! Die besten 3 Damen VM Viertelmarathon. Toll, toll, toll. Dieses Leichtathletikfest hier in Bregenz. Ein unvergessliches Ereignis. Meine Damen, Dankeschön. Das waren ganz grandiose Leistungen. So haben wir alles im Kasten. Dann kommen wir gleich zur Siegerehrung bei den Herren. Im Fahrer der Nachrichten Viertelmarathon. An der dritten Stelle vom VLC Bludenz, Andreas Moser. Ja, kommt vom USC Bludenz, Andreas Moser, war bereits Halbmarathon Meister geworden. Da haben wir den Andi an der dritten Position. An der zweiten Stelle aus Dornbirn, der Jakob Meyer, Österreich. Sensationell auch in diesem Jahr. Jakob Meyer hat hier bereits zweimal den Viertelmarathon gewonnen und jetzt an der zweiten Position. Und wir gratulieren dem Sieger aus Deutschland vom BDSV Rosenheim, der John Mooney. Gewaltiger John Mooney mit einer Farbenzeit für unsere, was hat er gehabt? 37, irgendwas, 38 Minuten für den John Mooney, der also hier ausgezeichnet wird. 38,01, seine Zeit. Da sind die besten drei Athleten. Andi Bülzer zeichnet hiermit aus, der stellvertretende Chefredakteur der Pauser Nachrichten. VM, 14 Marathon, alle Hände raus und hey! Und hey! Und hey! Ja, das macht Spaß. Haben eine riesen Gratulation an unsere Sieger im VM. So, meine lieben Damen und Herren, das war die erste von 36 Siegerungen, die wir heute hier absolvieren werden. Jetzt schauen wir wieder mal auf den Sparkassenmarathon nach 35 Kilometern. Marco Kipchumba ist bereits durchgelaufen. Jetzt ist seine geschätzte errechnete Einlaufzeit bei 2:11. Jetzt muss also schon kräftig Gas geben. Von hier noch unter 2:10 Einlaufzeit und dann auf zweiten Stelle. Joshua Turi, ebenfalls Kenia. Ja, jetzt trifft genau das ein. Er ist ein wenig, hat er hier seinen Tempo für gut zollen müssen. Liegt bei 2:11. Aber das geht sich jetzt schon gut aus. Er verliert noch eine Minute jetzt hier angekündigt. 2:13 wird er laufen und hier einen neuen Streckenrekord ausstellen. Ja, und mittlerweile ist bei 30 Kilometern auch bereits die Susanne Fumpa durchgelaufen. Sie führt voraus ganz klar das Passwort bei den Damen an. Ja, wir sehen, da wird ungefähr eine Minute zurück dieser Wiederreiner kommen. Sensationell. Beides will man natürlich auch dazu sagen. Susanne Fumpa hat schon x Marathons hinter sich und Sabine Reiner läuft heute ihren ersten Marathon und wird hier die neue Fahrberger Bestmarke pulverisieren, wenn Sie wollen. Aber meine Damen und Herren, wir dürfen natürlich jene Läuferinnen und Läufer nicht vergessen, die jetzt hereinkommen. Noch am vierten und halben Marathon einmal einen Riesenapplaus, auf geht's! Jo, sensationell, die tausende Zuschauer hier bei uns im Stadion und die vielen Läufer, die reihenweise hereinkommen. Unter anderem haben wir Christian Wiesel, Petra Neumeier, Ines Marin, Silvia Heider, Hannes Kronrechner, Angelika Haser, Poli Wieder, Stefan Gritz, Patrick Stampfer, Walter Jenny, Alois Ruetzer, Michael Ewitzhammer, Gertrud Henke, Robert Becker, Sigi, Ganzhöller, der reinkommt, Klaus Quast, Waltraud Hartinger, Michael Seidel, bravo, bravo! Ganze Stadion applaudiert für die Finisher!
Siegern. So, bitte noch eine kurze Information, Leute, das ist ganz wichtig an alle, die da sind. Wie hier eingelaufen wird, das muss nicht unbedingt dann mit der Siegerzeit übereinstimmen. Es kommt ein bisschen darauf an, wann drüben in Lindau gestartet wurde. Da gibt es einen Teppich. Wenn die Läuferinnen und Läufer dort drüber laufen, beginnt die Zeit zu laufen. Also es gibt eine Nettozeit. Darum sage ich immer wieder, die Ergebnisse, die wir hier sagen, die sind inoffiziell. Offiziell sind es dann bei der Siegerehrung, wenn die Siegerlisten feststehen. Das ist mir ganz wichtig, ist, kann man mal zusammen, weil man nämlich glaubt, so dann eine wurde als dritte angekündigt und jetzt weiß ich aber. So, Entschuldigung, für alle Fahrwerker Informationen, Sabine Reiner, Kilometer 30, hier die Zeit, also eine Stunde 54 derzeit, damit liegt sie noch schon 9 Minuten unter der Bestmarke. Also sie könnte hier eine neue Fahrberger Marathon-Bestmarke ausstellen. Liegt an der zweiten Stelle der Staatsmeisterschaft und im Marathonrennen. Also ein Mega-Ereignis zeichnet sich ab. Es wird einen neuen Streckenrekord bei den Herren wahrscheinlich geben. Ja, weil nämlich das mit der Nettozeit, das muss ich immer wieder ein bisschen wiederholen. Die haben wir ganz speziell auch beim Halbmarathon, das ist schon wichtig, weil es dort einen anderen Sieger gibt, der nie Rucksack war. Das ist der Unterschied. So, jetzt aber wirklich die Konzentration dann auf den Hauptteil des heutigen Tages, auf den Sparkassenmarathon. Gibt schon dafür, Kapagori und Roji, heute alles aus Kenia. Die drei Kenianer sind also die ersten sein, die hier das Ziel erreichen werden. Sie sind bereits bei der 36, 37 Kilometer Marke unterwegs. Sabine Wuppert, also seine Wuppert und Sabine Reiner führen das Passwort bei den Damen an. Unterwegs, wir haben ja Tausende in Halbmarathon, die bei uns hereinlaufen werden und bei uns kommen. Also, da haben wir 1 Stunde und 58. So, wir haben noch 1 Stunde und 59 Minuten. In ungefähr 13 Minuten kommt der Sieger des Marathons und wird einen neuen Streckenrekord beim Sparkassenmarathon aufstellen. Und das ist Marco Kipchumba, der hier als erster bei uns eintreffen wird. Wir haben Joshua Kurui an der zweiten und Elisha Rotti an der dritten Stelle. Aber Kipchumba wird der neue König, wahrscheinlich der Sparkasse Marathons am Bodensee. Was für Freude bei den Athleten. Halbmarathon-Finisher, können wir wieder mal alle applaudieren, alle, die hier sind, für die vielen
jetzt vereinkommen. Das hat die Gegend mal rüber und dann der große Empfang des Siegers im Marathon. Ja, wir werden in Kürze bei der 40 Kilometer Marke sein. Marco sieht schon da. Er hat also diese Fotosichtbarkeit nicht mehr vom Boden nehmen lassen, aber bei einem Marathon, da ist auch am Ende, auf den letzten Kilometern, schon einiges passiert. Spannend wird natürlich auch bei den Damen auf der Stockerl. Vorweg die Susanne von Basin liegt relativ klar derzeit in Führung mit einem Vorsprung von 1,53 auf die sensationelle Sabine Reiner. So, mittlerweile kommen hier natürlich noch in Scharen von vor einem vierten Marathon und vom Intersport Eibel-Halbmarathon die Läuferinnen und Läufer hier ein. Gehen wir zwischen noch mit einem Applaus, meine Damen und Herren. Auf geht's! Jawohl! Siegerung vom Halbmarathon, die ist für 14 Uhr geplant. Bis dahin sind natürlich längst alle Entscheidungen im Sparkassenmarathon gefallen, das passt da ganz genau. Mittlerweile kommen natürlich hier jede Menge Vereine gerauscht. Auf den letzten Metern unterwegs, der Josef Huber, Günther Böhler, Oliver Wendt, Christian Dutsch, Peter Ebne, Dennis Isarbeiter, Christian Andreitschak, Helmut Dötzer, Jola Weger, Jörg Kaufmann, Martin Zitz, Egon Galter, Sabine Schlitte, Diana Kleiner, Rainer Dunkel, Andrea Baster, Marcel Gabriel, Hermann Graf, Jörg Kalter, Winfried Hartel, Walter Wirth, Michael Scherer. Wir sind also in der Nähe des Zieles unterwegs. Und es geht weiter. Dietmar Vogel, Roland Engel, Bernhard Dölz, Christian König, Evelyn Roy, Dominik Burger, Alexander Thier, Ismail Ulker, Alexander Treusser, Thomas Windeis, Lothar Blum, Martin Degasper, Elke Schaller, Michael Koch, Heidi Winkwist, Ruth Holz, Kirk Svensson, Rüdiger, Elena Ignatschei, Patrick Cementi, Angelika Dicke, Marco Zoffler, Thomas Schwanz, Daniela Bosch, Volker Dill, Markus Donning, Markus Stenning, Hartmut Schaaf, Dietmar Bentheimer, Klaus Müller, Daniela Zorringer, Bernhard Mösser, Hendrik Weber, Metzger Katrin, Walter Desch. Du bist ein Wahnsinn, du kennst jeden. Markus Elker, Zinkelker, Clemens Linder, Roswitha Walzer, Erwin Vogel, Manfred Scheiner und so geht's weiter. Applaus, Applaus, Applaus für unsere. Jetzt machen wir mal Folgendes. Also Halbmarathon ist. Jetzt machen wir mal 3 Minuten miteinander ein Warm-up, damit wir dann die Marathon-Sieger. Rettungsdienst bitte zum Pfannerbogen. Rettungsdienst bitte schnell zum Pfannerbogen. So, jetzt klatschen wir mal alle und singen einmal gemeinsam. Gibt's rein, Fabio? Machen wir's lauter? Da haben wir zum alle mit. Alles klatscht. Es klatscht wieder lauter. Sensationell, das kommt leider nicht vor. Jetzt kommt gleich. Und?